Ich meine, das mit dem Bodenschienending, das kennen wir ja schon von der einen Anlage. Man muss einfach die Sachen, die man schon gelernt hat, nochmal einsetzen. Das machen eigentlich andere Spiele ehrlich gesagt besser. Weiß nicht, was passiert, wenn ich das Ding verliere. Okay. Das sind große Fahrradketten. Ah. Was auch immer die mit den ganzen Tanks da drin wollen. Oh. Schon. Man kann natürlich rumtricksen und versuchen, so einen Ball mitzunehmen, um halt Rätsel zu überspringen. Das kann man theoretisch für Speedruns machen oder so einen Scheiß. Ah, Kalaschpatronen-Upgrade. Jawohl, das ist die wichtigste Erweiterung, die ich hier kriegen kann, glaube ich. So, für die PM kann ich noch einen Kollimator und den Nominator und Fatboy Upgrades im goldenen Bot, aber die sind für mich ehrlich gesagt an der Stelle nicht mehr so wirklich wichtig. Sei mal, wenn wir eine Energieschrotflinte haben. Ist hier keine Dings mehr. Ich glaube, Polymere waren das oder Kunststoffe. Aber trotzdem ist das Kalaschmagazin zu erweitern, ist schon mal sehr geil. 46 Schuss. Für die sichere Verschiffung von Robotern in verbündete Länder hat Anlage 3826 den hochstabilen, robusten und wasserdichten Seefrachtcontainer Sukhoi entwickelt.
Der Container aus hochwertigem Wellblech ist mit der nicht magnetischen und wasserfesten Polymerlegierung PTM5-M behandelt. Das verringert die Gefahr einer Sabotage der Frachter durch magnetische Unterwassermühlen. Das ist ein Liefersystem in diesen Raum integriert, damit sie die Roboter direkt hierher liefern können, um sie dann zu verladen in die Frachtcontainer. Macht an und für sich Sinn. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie kriegen sie bitte schon die Frachtcontainer anschließend verladen? Weil ich sehe hier keinen Kran, oder? Oh Moment, kommt doch, da ist einer. Das ist ein Kransystem oben. Wenn auch mit Haken, und die Container haben oben keine Hakendinger. Oder meinen sie die Container? Nix hier. Sag mir bitte nicht, ich muss jetzt alle Roboter ausschalten, bevor ich weiterkomme. Okay, ich vermute, hier ist noch irgendwo ein Roboter unterwegs. Ich finde es manchmal extrem schwer, in dem Spiel den Überblick zu behalten. Ich hätte von vornherein hier lang gehen können. Fuck me. Aber die Roboter hätten mich wahrscheinlich daran gehindert, hier lang zu klettern. Fast die Kiste übersehen.
Ups. Das war mehr als nur einfach. Echt, ohne Witz. Manchmal sind die Rätsel im Spiel unter aller Sau einfach. Ich meine, in allen Ehren, was die alles an Zeug hier in dieses Spiel gesteckt haben, aber ich würde das Game bis jetzt ehrlich gesagt als ein Double-A-Titel bezeichnen, nicht als ein Triple-A-Titel. Auch wenn es damals den Preis hatte dafür. Ich meine, es sind eine Menge coole Ideen da drin. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, fehlt so ein bisschen der Kick im Spiel. Dafür, dass es über Jahre angepriesen worden ist und halt auch ziemlich gehypt wurde. Ich wollte es selbst damals spielen, als es angekündigt worden ist. Also, ja. So, jetzt muss ich noch zwei von den Polymers erledigen und... Soll die Tür jetzt gerade nicht aufgehen? Oder war das irgendein Lightning-Bug? Bisschen schade, dass es keine Upgrades für die Schienenkanone gibt. So, ich brauche ein Auto, da ist halt. Oh boy. So, jetzt bin ich wieder auf Tour. Zeit der Statue ein bisschen näher zu kommen. Aber ich habe noch ein Testgelände dazwischen, bevor ich über die Brücke muss. Kann, sollte, würde. Hört auf, mir die Karre kaputt zu ballern, ihr Missviecher. Oh, ich bin hier irgendwie völlig falsch abgebogen, glaube ich. Was passiert also, wenn die Karre zu frühzeitig den Geist aufgibt?
Bitte Vorgang auswählen. Ich hab so viel Munition für die Schrotflinte schon wieder. Meine Lebensenergie-Geschichten verschwinden dafür umso öfters komplett. Habe ich das Gefühl. Wenigstens 5 Medkapseln will ich haben. Muss mehr Kartuschen verbrauchen. 450 Schuss Munition schleppe ich mir immer rum. Okay, da geht mein Platz hin. Ich finde es schön, dass die Leute hier nicht in der Lage sind, ihre Autos abzuschließen. Dumm nur, dass sie alle denselben Farbgeschmack haben. Das ist ein blauer Pilz, es könnte der Zugang sein. Tollpatschiges Arschloch! Wieso kriege ich keine Karte, verdammte Axt? Charles, warum sind denn alle so hinter den Ringen her? Du meinst die Beta-Konnektoren? Weil sie funktionieren, aber auch angeblich nicht existieren. Also kann niemand beweisen, dass es sie gibt? Nicht mal kollektiv nach dem Start? Besonders nicht kollektiv nach dem Start. Wer über die Beta-Konnektoren angeschlossen ist, existiert für kollektiv schlicht nicht. Aber Sie werden kollektiv sehen können. Ja, und zwar alles. Jemand mit einem Beta-Konnektor kann kollektiv nicht von innen beeinflussen, da er für kollektiv nicht existiert. Aber er weiß über alles Bescheid, was dort läuft. Genau wie jeder andere offiziell angeschlossene Mensch oder Roboter. Aber kann ein offiziell angeschlossener Mensch oder Roboter seine Verbindung nicht auch wieder lösen? Er kann sein Gedankegerät doch einfach abschalten. Ich habe keine Daten, Genosse Major. Aber man kann keinen hindern, sein Gedankegerät zu entfernen. Es wird auf dem Kopf getragen, nicht in den Schädel implantiert. Würde mich nicht wundern, wenn die Dinger eine Funktion haben, um sich in den Schädel zu implantieren. Keine Karte. Aber grob irgendwo hier muss der Zugang noch sein zu dem Scheißding. Da kommt die Alarmstufe angeflogen.
Die kommen extra zu mir hergelaufen. Ich muss die blöde Kamerakontrolle finden. Wieso haben so kleine dreckige Scheißroboter so beschissen krasse Waffen? Was zum... Oh. Schon wieder. Komme ich da nicht gleich drauf, dass ich diese blöde Sicht benutzen kann, um rauszufinden, wo die Kameras denn kontrolliert werden. Da, der Turm. Und da ist endlich ein Speicherbunker, das heißt, ich kann mein Inventar wieder füllen mit Lebensenergie da hinten. Und das ist auch gleich die Brücke hier. Was soll es sein, Major? Das wird eine lange Fahrt. Oh, das ist jetzt eine Verarschung, oder? Okay, Moment. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache eine Pause an dieser Stelle. Wir haben jetzt gerade fast 2 Stunden aufgenommen. Also mach ich das. Das passt jetzt erstmal. Also danke, Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und tüdelü. Für euch ist es halt am nächsten Tag wahrscheinlich.